Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es ist ein ganz herrlicher Morgen, total toll, sonnig. Das hatten wir die letzten Tage oder die ganze letzte Woche eigentlich nicht. Es war eine super Unterkunft hier in Foxdügü, Felsdü. Schaut euch mal die Berge an hinten dran. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, die schneebedeckten Berge rund um mich herum. Ganz toll. Ich freue mich heute auf diesen Tag im Fjell, freue mich auf die 16. Etappe. Es geht nach Jerkin, Felsdü, so etwa 25 Kilometer. Ja, und was soll man sagen, bei dem herrlichen Wetter lade ich euch natürlich wieder ein, mitzukommen. Los geht's! Ich versuche den Weg hier, den ich in dem Jahr übers Fjell gehen darf, auch ein bisschen als Vorbereitung für die kommenden Touren zu nutzen. Weil letztendlich wird es die Landschaft sein, die mich gen Norden erwartet, immer mehr. Und so kann ich das hier ein bisschen nutzen, um mich ja schon mal ein bisschen kundig zu machen, zu schauen. Vor allen Dingen sich ein bisschen mit der Landschaft vertraut zu machen, zu sehen, wo sind Pflanzen, die anzeigen, dass es da trocken ist, Wasseranzeiger, wie kann ich Bäche hier in der Landschaft schon aus der Entfernung erkennen und ja, wo gibt es Pflanzen, die eher so ein bisschen auf Erde wachsen? Jetzt hier zum Beispiel hat es Gras, ne? Aber es gibt auch Stellen, die sind extrem felsig. Das sieht man vielleicht im Hintergrund. Ja, und der Bewuchs, der ändert sich. Und das macht sich auch in der Verschiedenfarbigkeit der Pflanzen hier überall bemerkbar. Ja, und da versuche ich das ein bisschen für mich mitzunehmen. Und zu gucken im Vorhinein schon, aha, das sieht so und so aus. Und wenn ich dann da bin, prüfe ich das. Und das kann mir vielleicht in den kommenden Jahren mal ganz nützlich sein. Wenn man zum Beispiel auf der Suche nach Wasser oder einem Lagerplatz ist. Wobei, also hier jetzt Wasser überhaupt kein Problem ist. Muss man wirklich sagen, man kommt alle Nase lang an einen Bach oder einen Rinnsal vorbei. Und ich kann mein Wasser ja filtern, insofern überhaupt kein Problem hier oben. Aber das mag irgendwo anders auch anders sein. Thank you.
bin jetzt etwa 4 bis 5 Kilometer hinter Fuchsdügü. Und hier ist zum Beispiel so ein Platz, wo ich sagen würde, dass man optimal lagern kann. Man ist hier auf der windabgewandten Seite von so einem Hügel. Also es ist ganz windstill hier hinter diesem Hang. Der Wind wird gut abgehalten. Es ist schön vom Boden her. Es ist eine Grasschicht. Und wenn ich jetzt mich drehe, seht ihr auch im Hintergrund, da hinten fließt ein Bächle. Also das wäre hier wirklich, glaube ich, ein idealer Lagerplatz, wenn man sein Zelt aufstellen möchte. Es ist der 14.07.2017 und ihr seht mich hier im Schnee. Bin gerade mal rübergelaufen an so ein Schneebrett. Hier hat es überall noch so Schneeflecken. Ich dachte, jetzt muss ich einmal den Schnee anfassen hier. Ach. Also die erste Hälfte der Tagesetappe ist schon wirklich ganz toll. Man bewegt sich immer so an der Hangkante und kann eben runtergucken auf diese... auf diesen Sattel, auf diese riesige Moorfläche da unten und in das Gebirge auf der gegenüberliegenden Seite. Und natürlich heute auch wirklich Glück, dass die Aussicht ganz fantastisch ist. Und man sieht die kleinen Seen, ich weiß nicht, ob ihr das ausmachen könnt. Also eben vor mir im Tal hier eine ganz ausgedehnte Moorfläche, so eine feuchte Landschaft. Ja, man sieht von hier aus schön die Wolkenschatten über diese Landschaft ziehen. Ist schon toll heute Morgen. Bin jetzt circa eine Stunde unterwegs, den höchsten Punkt schon überschritten. Und jetzt geht es heute dann immer so ein bisschen bergab Richtung Järkin. Ich werde wahrscheinlich nachher wieder in die bewaldete Zone unten reinkommen. Und der Führer des Buch, die sagen heute an, dass es noch sehr sumpfig wird. Also wahrscheinlich wird man noch in diese Gegend da unten irgendwann reinkommen. Ich habe die Baumgrenze wieder erreicht, laufe hier durch so einen ganz lichten, in Anführungsstrichen, Wald. Der erste Bewuchs sind alles Birken, richtige Bonsai-Birken. Zum Teil richtig dicke Stämme, aber kaum höher wie vielleicht 2-3 Meter.
bin jetzt voll in den Sümpfen hier. Wahnsinn. So, jeder Schritt sinken die Schuhe ein bis zwei. Also zum Glück habe ich so halb hohe Schuhe an. Und habe ja schon gesagt, die sind super dicht hier. Also habe ich jetzt keine nassen Füße. Habe heute auch die Gamaschen angezogen. Ich hoffe, man versteht mich, der Wind ist sehr laut. Heute eben mit Gamaschen unterwegs. Und ja, das bewährt sich hier auch bei dieser Sumpflandschaft, wenn man doch immer wieder einsinkt. Man läuft wie auf dem Schwamm. Hinter mir könnt ihr so einen Steinkreis erkennen. Ich hoffe, das kommt ein bisschen raus hier zwischen den Bäumen. Das ist hier auch beschrieben, und zwar war das früher wie so eine Art Ansitz. Die Jäger hier in grauer Vorzeit, ich weiß es nicht, ob Steinzeit oder etwas später, die waren hier total abhängig von der Rentierjagd, und man hat auf den Routen, auf denen die Rentiere gezogen sind, solche Steinkreise errichtet, hat sich drin versteckt, hat dann das Rentier aufgescheucht oder die Herden aufgescheucht. Die sind in Panik umher. Man hat Fallen aufgestellt gehabt und hat dann fast Verstecken, hat man dann die Rentiere beschossen mit Pfeil und Bogen oder mit Speeren. Ja, man sieht es immer noch gut, also der Kreis ist immer noch komplett erhalten. Ja, wie gesagt, also man hat das an Engstellen gesetzt oder eben auf die Routen der Rentiere. Und warum diese Stelle jetzt so interessant war, weil eben hier unten, glaube ich, hier wie so eine Art Schlucht verläuft, so ein klein bisschen. Das heißt, das Vieh läuft vielleicht hier unten durch und ist dann von dort oben einfach zu attackieren. Ja, es geht jetzt hier ein Stück an einem See entlang, den ihr vielleicht hinter mir erkennen könnt. Das ist hier wie so eine Sumpflandschaft, also man muss immer wieder bestimmte Abschnitte vom Weg auf so Bohlengängen oder Planken überwinden. Die Wasserlöcher sind auch jetzt zum Teil richtig tief, also da waren gerade welche, die waren über einen halben Meter, würde ich sagen. Und es ist immer noch sehr matschig. Das hört man vielleicht auch immer. Ah, jetzt kommt wieder so eine Planke. Ups. Hör ich mal um.
So, ich bin kurz vorm Ziel der heutigen Etappe. Das sind jetzt vielleicht noch so 2,5 Kilometer. Es war wirklich fantastisch heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War für mich bis jetzt wirklich auch eine der schönsten Etappen. Man konnte sich kaum losreißen hier wieder von der Landschaft. Morgen steht die Königsetappe an, würde ich sagen, über den höchsten Punkt der Tour. Und auch nochmal eine lange Etappe mit 35 Kilometer. Das ist so der letzte richtige Kracher im Grunde genommen vom Ziel. Ja, wenn wir mal gucken. Ich hoffe, dass es alles gut hinhaut. Wenn die Wege so sind wie heute, geht's. Also, es geht zwar immer über Stock und Stein, aber ja, man kommt voran. Es ist jetzt nicht so, auch diese sumpfigen Stellen, es geht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Aber jetzt erstmal heute die Etappe beenden. Ich melde mich nochmal, wenn ich an der Unterkunft bin. Mal sehen, wie gesagt, 2,5 Kilometer müsste ich etwa noch haben. Was ich sehr schön fand hier im Fjell, waren diese Infotafeln, die überall stehen. Hier ist jetzt wieder eine über Pflanzenleben. Davon gab es ja eine ganze Menge, die einem viel erklärt haben über frühe Siedlungsgeschichte, Steinzeitgräber, Wikingerhäuser, Jagdmodalitäten hier, beziehungsweise wie die Leute früher hier gelebt und gejagt haben, wie die Landschaft hier überhaupt entstanden ist. Also wirklich ganz interessant, sich das immer durchzulesen. Da waren so, ich weiß nicht, alle 2-3 Kilometer war mal eins. Das fand ich richtig gut gemacht. Ja, heutige Tagesetappe wieder geschafft. Hinter mir läuft gerade die E6 wieder durch, aber ihr könnt im Hintergrund meine Unterkunft erkennen, die Hierkin Fjellstu. Ja, und hier ist auch so ein Reithof. Ja, kann man sich Pferde leihen, das hat man auch gesehen, viele Pferdespuren unterwegs. Ja, das war eine super Etappe heute, war anstrengend, war super abwechslungsreich, hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht heute. Jetzt haben wir, ja, ich glaube, haben wir gerade 4. Bin also super in der Zeit. Jetzt ist so sonnig, jetzt kann ich nachher noch ein bisschen Wäsche machen. Mich erholen für den morgigen Tag, weil der wird richtig heftig.